wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von ETS 2 Mega Macht Karriere. Ja, ihr seht, wir haben hier von einer Spedition oder einer befreundeten Spedition, das ist die Firma Fun London, haben wir mal einen Leih-LKW bekommen, den wir mal für eine Tour benutzen wollen. Und zwar ist das hier mal wieder ein wunderschöner Scania 143M, wie ihr seht. Uah. So, die Geschwindigkeit mal bald ein bisschen langsamer machen. Auch so ein mittelalterliches, oder mittel, nee, mittelalterlich, nein, so ein Mittel, vom Alter her mittlerer LKW, so quasi. Ihr versteht schon, was ich meine. So, das ist die Geschichte hier von drin. Sporadisch kann man auch logischerweise nicht sehr viel machen, aber mir gefällt der ganz gut. Wie gesagt, so ein 143M hier ist natürlich ein V8. 450er, der hat, glaube ich, meine ich, so um die 500 PS sollte der haben. Wollen wir mal eben einmal schauen. Ja, ich habe ein bisschen offline gefahren. Wir haben hier ein bisschen aufgerüstet, wie ihr seht. Das ist hier der, ja, 500 PS, das ist der. Wir haben jetzt ein paar LKWs wieder verkauft, haben ein bisschen umstrukturiert. So, der Scania 1 bleibt sowieso immer. Mit dem haben wir angefangen. Der bleibt immer, egal was passiert. Ja, der Mercedes-Benz läuft noch mit. Den fährt jetzt der Herr Philippe. Der MAN wird jetzt von Nikola gefahren. Die beiden stehen in der neuen Außenstelle in Kalmar, also in Schweden. Den Scania R kennt ihr noch. Das ist und bleibt meiner. Dann haben wir den ersten Scania Longline. Richtig langes Teil. Damit werden wir demnächst auch mal eine Tour fahren. Dann haben wir noch einen Scania T. Ja, der muss noch ein bisschen aufgemotzt werden. Das ist ein Longline mit Haube vorne. Der wird von Carla gefahren. Hier haben wir nochmal so einen Scania mit mittellang. Ja, der steht auch in Kalmar. Und wie gesagt, den haben wir jetzt gerade gemietet. Und damit wollen wir jetzt mal eine Runde drehen. Und dann gucken wir mal, was der Frachtmarkt anzubieten hat. So, wir wollen eigentlich nicht zu lang. Wir können nach Dresden fahren. Das ist relativ nah. Ja, wir werden auch nach Dresden fahren. Schön ein bisschen Tiefkühlkost. Ja, viele Tuning-Möglichkeiten hat der LKW nicht. Jetzt freue ich mich mal auf den Sound. Auf jeden Fall schöner V8-Sound. Dann gucken wir mal, was der uns so bringt. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall ein bisschen höher. Habe ich da nicht reingestellt, die gehören quasi der Spedition, nicht, dass da irgendwelche Falschverdächtigungen aufkommen, dass ich mir jetzt Blumen in den LKW stellen würde. Da sind wir schon die roten Rosen aus Amsterdam. Waren die? Waren das Rosen? Ne, das waren glaube ich Tulpen. Aber egal, ihr wisst, was gemeint ist. Zur Weltfirma Strabag. So, warum die hier Tiefkühlkost haben. Aber das soll uns egal sein. Wir sind LKW-Fahrer. Wir fahren terminfracht in aller Herren Länder. Auf uns ist Verlass. Das habe ich, glaube ich, schon lange nicht gesagt. Und hier steht Obi. Naja, die werden es wissen.
So, und dann geht es los. Auf los geht das los. Ja, die Spedition will den ja verkaufen. Man hat gesagt, wenn uns der gefällt, würden wir den also billig behalten können. Ja, auf jeden Fall mal gucken. Also eins ist klar, unser Fuhrpark ist jetzt auf Scania quasi festgelegt. Also wir werden den Mercedes sicherlich noch behalten, den MAN auch. Aber alles, was in Zukunft ja noch kommen mag, wird sich dann auf jeden Fall alles in Richtung Scania bewegen. Gerade jetzt auch durch die schönen funktionierenden Longline-Pakete. Ich bin ja noch auf der Suche nach, das ist ja diese von RJS sind die, glaube ich. So war der Name, ne? Was das Einzige, was mir nicht gefällt, ist der Sound. Deswegen fahre ich erstmal noch mit meinem alten Scania. Der ist ja nicht alt, ihr wart ja dabei, wie wir den gebaut haben quasi. Aber der hat ganz einfach noch einen super Sound und der Sound läuft irgendwie nicht in diesen Modellen zum Umbauen. Da ist wieder der Vorteil, ich kann eine Innenausstattung mehr machen, ich kann. Ja, das Kabinenaccessoire DLC funktioniert ja in dem anderen Scania leider nicht, weil der so eine spezielle eigene Innenausstattung mitbringt. Und da kann ich auch durch diese Tuning-Pakete, die bei den Scanias dabei waren, wesentlich mehr machen. Inklusive Beifahrer und alles Mögliche da an die Scheibe hängen. Und außen gibt es noch einiges mehr an Möglichkeiten. Also im Prinzip suche ich immer noch einen anständigen Sound für die LKW. Bis ich da einen gefunden habe, werde ich halt mit meinem noch weiterfahren. Weil irgendwie, weiß ich nicht, hat das nichts. Wenn der LKW so leise ist, das bringt es dann nicht. Hält der an? Natürlich hält er nicht an. Warum auch? Er hält doch an. Muss er gehört haben. Ich glaube, wir fahren wieder von. Nö. Allerdings ist wohl die. Ja, hier ist die Vollsperrung. Ach, Glück gehabt. Dachte, wir fahren gerade wieder voll in die Vollsperrung. So, ja, jetzt donnern wir über die Bundesstraße. Also, gefällt mir eigentlich wieder ganz gut, der Scania hier. Ja, man muss ihn halt so nehmen, wie er ist, quasi von der Stange. Also, es gibt hier keine Möglichkeiten. Ich kann nicht mal die. Also, das heißt nicht mal. Ich kann auch nicht die Farbe vom LKW ändern. Also, ich muss den in dieser Version behalten. Ich habe mir auch einen 143M noch runtergeladen, der allerdings in dieser Version nicht funktioniert, weil der schon für den neuen Patch für die 1.23 ausgelegt ist. Und ich spiele Euro Truck Simulator 2 noch immer auf 1.22. Ich bin auch leider immer noch nicht dazu gekommen, mal zu schauen, wie das TSM-mäßig aussieht. Ich habe bei TSM auf der Seite mal geguckt. Da gibt es jetzt weder positive noch negative Sachen dazu, also wie das da mit Patch 1.23 ist. Was? Achso, Kredit dran. Weiß ich jetzt offen gestanden noch nicht. Aber es läuft im Moment ja alles unter der 1.22. Und deswegen warte ich noch. Ich hatte das ja schon mal ausführlich dargelegt. Also bis ich nicht definitiv weiß und ich habe weder die Zeit noch die Lust, jetzt wieder großartig durchzutesten. Das haben wir lange genug gehabt. Nach so manchen Patches, dass man da Ewigkeiten für gebraucht hat, das Mod-Paket wieder halbwegs zusammenzustellen. Also ich bin mir sicher, dass die neuen Scania unter 1.23 funktionieren. Ein 143M haben wir auch für 1.23. Ja, ich denke mal, die LKW werden schon soweit funktionieren. Und ich glaube auch, dass alles soweit funktionieren würde. Knackpunkt, aber wichtigster Punkt an der ganzen Sache ist die Map. Und ich bleibe bei der TSM. Ich weiß, die Pro-Mods-Map
würde mittlerweile auf jeden Fall schon mit 1,23 funktionieren. Aber ich bleibe nach wie vor auf der TSM-Map. Und ich gucke da immer mal wieder im Forum vorbei. Es kann auch durchaus sein, dass die auf 1,23 funktioniert. Ich will das jetzt gar nicht abstreiten. Aber ich hatte bisher noch nicht die Zeit, danach zu schauen. Weil eben jetzt auf der 1,22 alles soweit läuft. Offen gestanden weiß ich immer noch nicht so genau, was jetzt die Vorteile waren. Ich weiß, es hat wohl irgendwie ein kostenloses DLC offensichtlich gegeben, irgendwie für Rocket League. Also wenn das einer von euch da was zu sagen kann, schreibt das mir in die Kommentare. Kann man dann irgendwie auch mit einem LKW Fußball spielen oder ist das, was ist das? Also ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt ETS 2 im Moment starte, die Meldung, also ist ein DLC installiert, was damit nicht funktioniert. Das ist dieses Rocket League DLC Geschichte. Ja, und dann kann man wohl auch die Räder ein bisschen ummalen oder so. Aber jetzt, dass man jetzt wirklich entscheidende Vorteile für den 1,23, weiß ich jetzt noch nicht. Deswegen bleibe ich noch auf dem 1,22er. Wird das bisschen, was wir spielen, reicht das noch völlig aus. Irgendwann wird sicherlich der Punkt kommen, dass man muss. Weil die neuen Mods ja auch alle dann irgendwo dann auch auf den neuen Patch ausgestattet sind. Ja, wir warten einfach mal, bisher läuft's ja. Och, die Scheibenwischer sind ja niedlich. ja. Die passen da jetzt nicht wirklich hin, glaube ich. Also LKW-Kenner mögen mir das jetzt mal eben reinschreiben, ob die wirklich nur so klein sind. Nutzt doch nichts, wenn die nur bis da oben hinkommen, oder? Ja, egal. Ja, bei ATS immer noch nicht so was Neues. Ich habe ja gesagt, ich spiele das wieder, wenn neue... oder wenn dieses neue DLC da ist. Hat sich wohl nichts getan. Vielleicht spiele ich demnächst auch mal wieder eine Runde ATS einfach mal wieder. Um das zu machen, vielleicht im nächsten Stream... auf dem Mittwoch dann werden wir vielleicht mal ATS wieder eine Runde machen. Allerdings dann, wenn nur im Singleplayer wieder. ETS 2 im Multiplayer geht im Moment sowieso nicht. Wegen dem Patch, das haben wir eben angesprochen. Den ATS habe ich auf den aktuellen Patch gepatcht, quasi. Weil ich da sowieso bisher komplett ohne Mod spiele, also was ich da bisher mal an Mods drin, also ganz am Anfang, ihr erinnert euch noch dran, damit war ich alles nicht wirklich zufrieden. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir den ATS wirklich komplett ohne Mod spielen, obwohl es da im Moment sicherlich auch sehr gute neue Sachen gibt. Aber ATS rockt mich im Moment halt einfach nicht so. Nee, nicht. Ich finde jetzt auch die Lackierung nicht so schlecht. Wir gucken uns die Lackierung gleich auch nochmal an. Wenn wir da beim Spedition so stehen. Rosen finde ich da. Sind das überhaupt Rosen? Ja klar sind das Rosen. Ich finde ich da irgendwie ein bisschen deplatziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man da schon so ein fertiges Pack macht, ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin jetzt kein LKW-Fahrer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie viele LKW-Fahrer ihr kennt, die sich Rosen in den LKW stellen. Also männliche LKW-Fahrer. Ja. Oder überhaupt Blumen. Also habe ich jetzt noch nirgends gesehen, in keiner Dokumentation oder in keinem, weiß ich nicht. Die stellen sich da sonst was hin, aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, dass 3 oder 4, obwohl die glaube ich nicht echt sind, das sind glaube ich Kunstrosen. Aber ich mir da Rosen hinstelle, würden mir wahrscheinlich 7, 8 andere Sachen einfallen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber wenn wir hier die Probefahrten gemacht haben, wir werden den LKW wahrscheinlich erstmal behalten.
der kriegt ja auch eine weibliche Fahrerin und dann passt das mit. Das soll hier um Gottes Willen auch nicht despektierlich gemeint sein. Nicht, dass jetzt das so keine. Aber Männer haben das in der Regel nicht so mit Blumen oder so. Da muss ja nicht schlecht sein. Ich finde es jetzt halt nur in dem LKW gerade ein klein bisschen deplatziert, weiß ich nicht. Ist aber alles wieder nur persönlich hier Meinung. Also ich bitte das weiterhin nicht. Ja, wie soll man sagen? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, die nächste Tour werden wir dann auf jeden Fall mal in dem Scania Longland, allerdings ohne den Hauber machen, weil der Hauber ist noch nicht vernünftig ausgestattet. Also da hatte ich bisher noch keine großartige Lust, da groß was zu machen. Vor allem ging zwischendrin immer mal die Kohle aus. Also die Kredit noch abbezahlen und alles. Auf wen es interessiert, also wir werden den nächsten Part auf jeden Fall mal mit meinem Scania Longliner machen. Wird für mich kein Standardgerät sein, weil man muss auch ganz offen gestehen, es ist mit dem Scania Longline ein relativ anderes Fahrgefühl, gerade so in Kurven und alles. Der lenkt schon wesentlich behäbiger. Ist ja auch klar, der hat auch einen viel längeren Radstand und alles. Obwohl wir die natürlich in der 3-Achs-Version genommen haben. 4-Achsen nehme ich da jetzt nicht, das sieht blöd aus, finde ich. Also ist ganz nice, aber es wird für mich nicht der Alltags-LKW sein. Aber wieder hervorragend gebaut. Zum nächsten Mal habe ich auch rausgeguckt, wie der Modder tatsächlich heißt. Ich weiß, mit RJ fängt es an, entweder RJM oder RJS, glaube ich. Und er hat sowohl... Im Shop steht das nicht, ne? Steht das vielleicht im Shop? Gehen wir mal auf Scania. Fällt gerade an, der eine ist gar nicht mehr da. Ja, das war schon jetzt von dem. Also das ist der Scania T. Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere Longline-LKW? Nicht mehr im Shop. Ich denke, da hat sich was verschoben wegen dem. Seine Shop-Kategorie zu wenig ist, fürchte ich. Naja, ich hoffe, der ist in der Garage, ist er ja noch, ne? Wir sind auf LKW. Die Fahrt geht gleich weiter. Ja, Scania R. So, da ist er noch. Ja, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich verschoben durch den anderen Mod in der. Aber ich wollte ihn ja eh noch nicht wieder kaufen. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Das hatte ich auch schon bei den beiden Mercedes-LKW. Ich hatte ja einmal den Mercedes-Hauber, den ich mittlerweile wieder verkauft habe, und den 1632. Und die erscheinen auch trotz. Auch wenn beide Mods aktiv sind, erscheinen die nicht beide im Shop, weil die wohl als festgelegten Slot im Shop beide den gleichen belegen. Wenn man die dann einmal gekauft hat, dann muss man danach dann wieder die Reihenfolge ändern. Also die Prioritäten im Mod-Manager kann man ja machen und dann kann man den anderen kaufen. Der andere ist aber trotzdem noch da, aber es geht nicht, dass beide gleichzeitig im Shop sind, leider. Weil die wohl auf den gleichen Shop-Slot zugreifen.
alles immer. In der Kurve überholen macht sich immer nicht gut. Jetzt gib doch mal ein bisschen Gas hier. Straße ist doch frei, bestes Wetter. Und da oben biegt ihr bitte alle rechts ab. Fahrt auf den rechten Weg, meine Freunde. Oder folge dem rechten Pfad. Was sollte jetzt die Bremsung wieder? Das war doch reine Provokation. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe, ey. Rechts und fährt mit 85 knapp, wo 60 erlaubt sind, ne? Ja. Ah, ihr wisst ja, das ist alles nicht so. Es wird auch nicht so heiß gegessen, wie es zerkocht wird. Oder so. Ah ja, gut, war nicht mal. Oh. Gut, Zusatzzug gibt es natürlich nicht. Huch. Wo ist denn der kleine Transportlogistiker hin? Der hat doch nicht etwa diese beiden Tankziege erholt, das glaube ich nicht. Ja, aber dafür, dass das ein etwas älterer Scania ist, also ich glaube, der 143M, wenn ich lüge, 90er Jahre, 80er, 90er, glaube ich, ne? Kann ich mich natürlich jetzt auch täuschen. Aber dafür läuft er relativ gut mit, ne? Das sollte man sich gar nicht vertun.
Ja, V8 ist V8, ne? Alles andere sind Nutzfahrzeuge. Alles unter V8 ist asozial. Naja, egal. Habe ich denn meine V8 Unterhose an? Oh mein Gott. Mein feuchtes Toilettenpapier, was ich immer mit habe, hat jetzt hier ein V8 im Blee. Nein, hör auf. Ja, genau, mach dich weg. Ihr bleibt stehen, ob du mit deinem Porsche da. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Oh, bevor jetzt übrigens wieder die ganzen Fragen kommen, wo gibt's den? Macht's einfach genau wie ich. Nehmt euch Google, gebt ein ETS2 Scania und dann gebt ihr vielleicht eine 143M ein, so wie ich das gemacht habe, und dann findet ihr den. Ich habe auch niemanden gefragt. Ja, ich habe auch einfach Google genommen. ETS2 Scania zum Beispiel reicht schon mal. Da kann man schon mal die Sachen durchgucken. Wenn man auch die Typenbezeichnung weiß, wie hier 143M, gibt man ETS2 Scania 143M ein und hast du nicht gesehen, kommst du drauf. Ich gucke auch viele Videos und sehe dann da manchmal auch Sachen, die mich interessieren. Und ich dann gerne testen möchte, aber dann renne ich nicht hin und schreibe den Modder, den Spielern so, ey, sag mal, kannst du mir mal sagen, wo, und hast du nicht gesehen? Nö. Dann gucke ich hin, was das für einer ist, versuche da die Typenbezeichnung für den rauszukriegen, wenn es sich jetzt um LKW handelt. Oder suche ich das per Google raus und halte das aus, man findet das. Ich habe bisher noch nicht gehabt, dass ich irgendwas nicht gefunden hätte. Leute, es geht auch ohne diese Serie. Wo gibt's das? Wo gibt's das? Und ich weiß, es gibt YouTuber, die machen sich richtig Mühe und packen dann bei ihren ETS-Videos noch echten Modlisten, die sie noch pflegen und alles damit rein. Das finde ich auch eine super Sache. Werde ich aber nicht machen. Weil ich dafür keine Zeit habe, weil ich dafür offen gestanden keine Lust habe. Und weil ich nicht die Modmaschine oder die euer Modsucher oder zur Verfügungsteller bin. Ich spiele da was und wenn da was nicht funktioniert, bin ich schuld. Jetzt stelle ich mir vor, ich sag euch hier, dieser Scania ist super geil. So, ihr findet ihn jetzt aber entweder doof oder womöglich passiert irgendwas mit dem Spielstand oder was weiß ich. Ja, das muss das sein, was der blöde Blue Eyes da hat, dieses Arschloch, was der mir da gegeben hat. Nö, sehe ich gar nicht ein. Es wird nicht passieren. Ich werde nicht irgendwelche Modlisten machen, auch wenn immer wieder gefragt wird. Ich weiß, einige haben dafür kein Verständnis, ich weiß aber auch, einige haben dafür Verständnis und Verständnis und verstehen das. Das ist doppelt gemoppelt. Ja, aber das habe ich von Anfang an nicht gemacht und das will ich auch weiterhin so nicht machen. Genauso wie ich auch weiterhin in dem Sinne keine Mod-Vorstellung machen werde. Ich könnte mich hier jetzt auch hinstellen und hier irgendwie den Scania aus 37 Ecken angucken oder mir beim LS irgendeinen Schlepper nehmen. So wie jetzt hier den John Deere von Forbidden Mods letztens. Ja, dann macht man da einfach ein Let's Play Video von, wo man den benutzt hat. Ich muss ihn mir doch nicht 5 Minuten hinstellen und sagen, guck mal von links, guck mal von rechts, guck mal von oben, guck mal nach unten. Ich weiß, diese Videos, wenn ich mir die Aufrufzahlen bei manchen angucke, die reißen das. Gar keine Frage, aber das... Oh klar, hätte ich auch gerne öfter mal mehr Klicks und alles, aber trotzdem, es ist nicht meine... Ja, wie soll ich sagen, dafür bin ich nicht angetreten, ist Quatsch. Ich will vernünftige Let's Plays machen. Ich hoffe, das gelingt mir. Manche sehen das anders, aber gut. Ja, ich werde mir aber nicht selber in Anführungsstrichen untreu, dass ich mich jetzt hinsetze und am Tag einfach mal mich bei Modhoster oder bei Forbidden Mods oder was weiß ich hinsetze, mir da 10 Sachen runterlade und die dann alle in einem am Fließband dann durch Tests und da Videos von mache. Wenn was Schönes von Forbidden Mods kommt, werde ich das auch weiterhin machen, aber ich werde wahrscheinlich nie irgendwelche
expliziten Mod-Vorstellung bringen. Ja, doch, vielleicht, weil, also zum Beispiel Underground Modding oder Forbidden Mods würde ich das machen, weil bei Forbidden Mods bin ich auch Partner. Und mit Underground Modding bin ich sowieso quasi zusammen. Also wenn da mal irgendwas ist und die mal auf mich zukommen sagen, könntest du mal, dann würde ich sogar eine Mod-Vorstellung machen. Aber ich würde mich nicht hinsetzen und mir beim Mod-Hoster halt irgendwo 20 Sachen runterladen und da dann jeweils 5 Videos oder 5 Minuten Videos vermachen. Das, wenn es da was gibt, dann bauen wir das ein. In so einen Let's Play-Part, wo wir das benutzen. Und wenn es da noch von Forbidden Mods oder von Underground Modding ist, dann packe ich auch einen Link mit rein. Wenn irgendwie was Schönes bei Underground Modding oder Forbidden Mods kommt, seht ihr das auch bei mir auf der Homepage, bei mir auf Facebook. Weil solche Sachen teile ich dann natürlich auch. Und da gibt es dann auch mal Links. Aber zusammengefasst bin ich nicht der, der dafür zuständig ist, euch mit Links zu versorgen. Denn dann bin ich nachher auch womöglich der Arsch, wenn was nicht klappt. Und ich glaube, die meisten von euch wissen auch, gerade wenn man im Livestream oder so mal fragt, was ist denn das oder so, oder wo kommt der her, dann sage ich das dann manchmal auch schon. Ne? Aber wenn dann schon gerade bei YouTube solche Sachen kommen, ey, lad mal deinen Mod-Ordner hoch. Nein. Gerade wenn es, wie gesagt, sein wird. Ich hatte ja zwischendrin mal ein Video gemacht und da tatsächlich mal gezeigt, wie das so abläuft bei Google. Dass das eben ganz einfach geht. Aber das Beste war, in dem Beispiel habe ich sogar, oder in dem Video habe ich das sogar anhand des Deutz DX habe ich das gezeigt und irgendwie keine zwei Tage später kommt nur in einem LS-Video ein Kommentar, wo gibt es denn den Deutz? Also da fasse ich mir dann schon an den Kopf. Also ich habe es wirklich gezeigt, wie man den findet in dem Video. Ja, und trotzdem konnte wieder, wo gibt's denn das? Leute, da hat man dann irgendwann auch, weiß ich nicht. Ich will mir jetzt nicht hinstellen sagen, das ist Faulheit, aber ich weiß nicht, was soll es großartig sonst sein. Gut, genug von dem Thema. Ihr seht mal, von außen passt das Lenkrad nicht, ne? Seht ihr das? Okay, das ist jetzt ein kleiner Makel. Von innen passt das, von außen nicht so ganz. Gut, damit könnte man aber noch leben. Jetzt muss ich trotzdem gucken, dass wir da auch irgendwie reinkommen. Also ich finde den LKW grundsätzlich schon mal sehr schön. Jetzt haben wir uns gerade verhaspelt. So, die gehen auch. Die Hörner sind wohl die Zierde, da geht nur die normale Hupe. Geht um Doppelbeleuchtung. Oh, die funktioniert. So, jetzt sollten wir es aber trotzdem... Oh Gott! Stehen die Leute schon hier draußen und wissen, ach, der darf für einen Scheiß. Die Abladestelle ein bisschen weiter, wenn wir jetzt perfekt gewesen. Mein Gott, was ist denn jetzt wieder los? Ich kann das manchmal auch besser. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Ich würde es mir nicht glauben, aber. Gottlob. Ab, weg, aus. Ja, das war das Video vom 143M. Wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann mal eine Runde mit dem Longline drehen. Ich hoffe, das heutige Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal, euer Micha. Tschüss.